Bonjour, Mireille Mathieu, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Vor ungefähr einem Jahr habe ich Sie schon einmal für die Drehscheibe interviewt. Was haben Sie inzwischen erlebt? Welches ist Ihre schönste Erinnerung? Ja, ich erinnere mich an diese Begegnung. Vielen Dank, aber sicherlich gab es doch aufregendere Erlebnisse in diesem Jahr. Aber für mich ist es wichtig, auf diesem Weg mit meinen deutschen Freunden zu sprechen. Gab es auch Augenblicke, wo Sie traurig waren, unangenehme Tage mit schlechten Erinnerungen? Doch schon. Aber letzten Endes bringt mein Beruf, an dem ich sehr hänge, so viel Schönes mit sich, dass sich alles andere leicht ertragen lässt. Im vergangenen Jahr hat mich Ihre kleine Schwester, die Sie damals begleitete, heimlich in Ihre Garderobe geführt und mir ein gutes Dutzend der kostbarsten Abendkleider gezeigt. Für die kleine Schwester war das die große Welt. Was bedeuten Reichtum, Ruhm und Erfolg für Sie? Nehmen Sie alles als selbstverständlich hin. Natürlich freue ich mich an schönen Kleidern. Aber für mich ist es viel wichtiger zu singen und noch wichtiger, dem Publikum zu gefallen mit dem, was ich tue. Glauben Sie, dass Ruhm und Erfolg jemanden beeinflussen, verändern können? Nein, auf mich persönlich trifft das sicherlich nicht so. Man hört kaum etwas über Ihr Privatleben, allenfalls ein paar Gerüchte. Ist das darauf zurückzuführen, dass Ihnen Ihre Karriere keine Zeit lässt für ein Privatleben, für freie Zeit? Ich habe ein Privatleben, aber das geht niemandem etwas an. Zunächst weihe ich mich völlig dem, was ich mache, weil ich es gern tue. Aber ich spreche nie über mein Privatleben. Vor einem Jahr haben Sie zum ersten Mal versucht, ein paar Worte in Deutsch zu sprechen. Jetzt gibt es schon etliche Plattentitel in deutscher Sprache, die ein großer Erfolg geworden sind. Seien Sie so nett und erzählen Sie unseren Zuschauern selbst, was Sie jetzt singen werden. Das Wunder aller Wunder ist die Liebe.